Hallo, liebe Leute. Im Video, wer möchte schon nicht kostenlos Tomatenpflanzen haben? Habe ich erzählt, wie ich aus Geiztrieben neue Tomatenpflanze züchte. Und heute möchte ich zeigen. Also ganz kurz, Geiztriebe, das sind diese Triebe zwischen dem Stängel, Hauptstängel und Blatt. Und da wachsen diese Triebe, Geiztriebe. Natürlich so kleine habe ich nicht genommen, ich habe größere genommen. Da kann man sehen, so große habe ich in die Vase reingebracht mit Wasser und nach 5-7 Tagen haben die sehr große Wurzeln gegeben. Ihr seht bestimmt auch das sehr gut, ja? Das sind Geiztriebe von einer Sorte Tomaten, heißt Frühtomate 83. Da habe ich andere Geiztriebe gesammelt. Das waren die Sorte Kuss oder Kiss auf Englisch, Kuss auf Deutsch. Und kann man auch sehen, was für ein Wurzelsystem hat sich auch so in der kurzen Zeit entwickelt. Das ist doch eine wunderschöne Methode. Aus eigenen Tomaten nochmal Tomaten vermehren, total kostenlos. Und natürlich kann man gezielt nur die Ableger nehmen, welche Sorte mir gefallen hat. Das ist wunderbar. Aber in dem ganzen YouTube-Kanal habe ich gesucht, es gibt ganz wenig Menschen, die sowas machen. Aber die erklären genauso wie ich. Geiztriebe genommen, Wurzeln und dann in die Töpfe reingebracht mit Erde. Da habe ich eine Woche vor diese Ableger in Erde gebracht. Zeige ich jetzt weiter ein bisschen. Und die wachsen ganz schön. 5 Stück so habe ich hier Ableger geschrieben. Und da kann man sehen, das ist Sorte Kies von der Seite. Ach, fast gefallen. Ja, und von der Seite Sorte Früh 83. Aber ich habe kein Video mit Ergebnissen gesehen. Ergebnissen, ich meine die Ernte. Im Herbst hat kein Gärtner gezeigt. Nur ich habe natürlich auf 2 Sprachen gesucht, auf Deutsch und auf Russisch, die ich verstehe. Englisch verstehe ich leider nicht und deswegen vielleicht waren dort Videos auf Englisch mit Ergebnissen von Geiztrieben, von Ableger, kann man so sagen. Aber natürlich, ich verspreche euch, dass ich im Herbst zeigen werde, ob diese Geiztriebe gute Ernte haben oder schlechtere Ernte haben. Aber wir haben noch ein paar Monate, 3-4 Monate bis dahin. Und jetzt möchte ich nur sagen, dass diese Tomatenpflanzen aus der Serie meiner frühen Ernte haben gute Geiztriebe gegeben und diese Geiztriebe haben sich jetzt in gute Tomatenpflanzen verwandelt. Super schön, ich bin begeistert, wie schön die sich eingelebt haben, wie groß und schnell die wachsen, groß geworden und wachsen schnell. Und Wurzeln, das ist ein prachtvolles Stück, lauter Wurzeln. Da sind bestimmt 3 Ableger, aber die Wurzeln für 10 Pflanzen reichen. Also,
schön. Trotzdem, was bleibt jetzt uns? Nur abwarten, was wir im Herbst sehen werden. Tschüss, bis dahin. Nun schaut ihr bitte hier. Überall rausgewachsen, so große Wurzeln. Alle Ableger, Geiztriebe, haben sich sehr gut eingelebt, erstaunlich schnell, haben Wurzeln große, kräftige gegeben und da jetzt sind die schon in Töpfen, entwickeln sich, geben, lassen weitere Blätter wachsen und ich bin sehr zufrieden mit Wachstum von Geiztrieben und jetzt wirklich muss man nur bis Herbst warten und anschauen, ob die genug Ernte geben würden. Ich wünsche viel Spaß und viel Erfolg euch mit euren Pflanzen und hoffentlich, man verspricht, im Wetternet höre ich ständig, dass der Sommer trocken wird. Hoffentlich ohne große Katastrophen, Überschwemmungen und Hitzewellen wie letzte Jahren. Im letzten Jahr war Flutkatastrophe, vorher waren große Hitzewellen. Das reicht schon, was in Ökonomik und überhaupt rumherum in der Welt passiert. Das reicht schon, was mit Krankheiten und Preisen passiert ist. Vielleicht wird in diesem Jahr wenigstens mit Natur, mit Wetter besser als sonst. Hoffe ich und wünsche uns allen.